Ich glaube nicht, dass ich das packe. Ich muss die ganze Zeit an Marek denken. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er tot ist und dass ich ihn nie wiedersehe. Oh, alter Klaus, du musst dich jetzt mal zusammenreißen, ja? Wir waren alle mit Marek befreundet und wir vermissen ihn auch alle. Von deiner scheiß Rumheulerei wird er nicht mehr lebendig, ne? Was ist denn mit dir los? Kann ich dir helfen? Ach, Klaus hat einfach noch an Mareks Tod zu beißen. Das waren die besten Kumpels. Magst du mit mir vielleicht darüber reden? Reden hilft meistens besser, als man glaubt. Ich vermisse Marek und ich habe auch so Angst vor der Verhandlung. Warum denn? Na, weil der Verteidiger von Raphael vor der Verhandlung in einer Vernehmung andauernd so komische Fragen gestellt hat. Der glaubt ja, dass einer von uns Marek umgebracht hat. Was nimmt der Kerl sich eigentlich raus? Und könnten Sie nicht vor der Verhandlung mal mit dem Mann reden? Ich habe echt nichts gemacht und der ist immer so krass, besonders zu mir. Du darfst es nicht so persönlich nehmen. Der Verteidiger macht doch nur seinen Job. Und das Gericht wird heute den wahren Täter verurteilen. Raphael Hanstedt, geboren 22. März 1991 in Berlin, wohnhaft in Berlin-Pankow, ledig, ohne Ausbildung, Hausangestellter, seit dem 27. Juli 2009 in Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Berlin. Der Angeklagte arbeitete als Angestellter auf dem Anwesen der vermögenden Pamela Morgenroth in Berlin-Charlottenburg. Als er erfuhr, dass seine Chefin 20.000 Euro in ihrem Schminktisch aufbewahrte, nutzte der Angeklagte die lockere Atmosphäre anlässlich einer am 24. Juli 2009 im Haus stattfindenden Party und flirtete heftig mit Pamela Morgenroth. Hierbei gelang es ihm, ihr unbemerkt das Halskettchen abzunehmen, an dem sich der Schlüssel zum Schminktisch befand. Mit diesem schlich er sich gegen 1 Uhr nachts in das Ankleidezimmer, öffnete das Geheimfach des Tischchens und entwendete daraus 20.000 Euro. Etwa eine Stunde später wurde er von Marek Beusen mit dem Geld gesehen. Als dieser unbedingt wissen wollte, woher das Geld stammte, kam es im Garten des Anwesens zu einer heftigen Auseinandersetzung. Um nicht mit dem Diebstahl des Geldes in Zusammenhang gebracht zu werden, nahm der Angeklagte ein Messer und stach dieses Marek Beusen in den Bauch. Da er hierbei die Bauchschlagader durchtrennte, verstarb der junge Mann noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an Herz-Kreislauf-Versagen, welches durch den hohen Blutverlust ausgelöst wurde. Der Angeklagte wird somit des Diebstahls in einem besonders schweren Fall in Tatmehrheit mit Mord beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 211. Herr Hanstedt, die Anklage haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, natürlich will ich, denn ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine Intrige gegen mich. Die wollen mir das alles nur anhängen. Wer will Ihnen was anhängen? Ja, diese Clique, diese falschen Freunde von Emil. Wer ist das? Ja, diese Yvonne und der Tom und der Klaus. Die haben mit Sicherheit die 20.000 Euro von Frau Morgenroth geklaut und an ihren Kumpel abgestochen. Ich habe Marek nur gefunden, aber nicht getötet. Und das erzählen Sie jetzt mal in allen Einzelheiten. Wann, wo, wie, warum haben Sie da den Marek in der Nacht zum 25. Juli gefunden? Ja, das war kurz nach 2. Ich bin noch mal raus in den Garten, um noch einen Cocktail zu holen. Und da war ja dieser Pavillon aufgebaut, wo auch der Cocktailtresen war. Und direkt davor lag schon Marek auf dem Boden. Und? Hatten Sie sofort den Eindruck, dass er tot ist, oder? Nee, ich habe mich natürlich runter zu ihm gebeugt, weil er sich nicht mehr bewegt hat. Und dann habe ich an ihm leicht geschüttelt. Und dann hatte ich schon plötzlich dieses Blut an meinen Fingern, also Mareks Blut, was aus seinem Bauch rauskam. Und dann habe ich halt nachher noch dieses Messer gesehen, was neben ihm lag. Und erst da habe ich dann, geschnallt, dass Marek getötet wurde und der Mörder erst kurz vor mir da gewesen sein muss. Haben Sie sonst noch jemand anders draußen gesehen? Ja, nur Klaus. Der stand halt plötzlich hinter mir und hat mich halt direkt als Mörder beschimpft. Aber ich war es ja nicht. Wissen Sie was, Herr Hanstedt? Wir sehen uns ja nicht zum ersten Mal. Ja? Sie sind auch schon vorbestraft. Und Sie haben hier schon mal die Unschuld vom Lande gespielt in einem anderen Verfahren. Obwohl Sie schuldig waren. Ja, aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Aha. Damals war das ja nur eine Verkettung von unglücklichen Zufällen. Sie sollen einfach aufhören, sich rauszureden. Ich meine, Sie haben Marek Beusen getötet, nachdem Sie mit der Beute erwischt worden sind. Mit den gestohlenen 20.000 Euro. Sie haben doch nicht umsonst Reis ausgenommen, als der Herr Wuttke gekommen ist und Sie auf dem Rasen gesehen hat. Nein, ich war es aber nicht. Sie sind aber später in der Nacht von der Polizei in dem Bootshaus aufgefunden worden. Ich frage mich, wieso sind Sie da abgehauen und haben sich da versteckt? Ja, weil ich voller Panik war. Weil Klaus hat die ganze Zeit nur Mörder, Mörder geschrien. Und ich hatte ja auch das Blut von Marek an meinen Händen. Natürlich musste er das da denken. Und dann ist mir das ja auch noch mit meiner Vorstrafe durch den Kopf geschossen. Und ich hatte einfach so eine Panik, da bin ich abgehauen. Genau, so eine Panik von wegen. Wissen Sie, warum Sie abgehauen sind? Weil Sie wussten, dass Sie ertappt worden sind.
Das stimmt nicht. Diese 20.000 Euro sind bis heute ja leider nicht gefunden worden. Wussten Sie denn, dass die Pamela Morgenroth so viel Geld in ihrem Schminktisch aufbewahrt hat? Nein, ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung gehabt. Ich wusste ja noch niemals, dass dieser Schlüssel an der Kette zu einem Geheimfach in diesem Schminktisch führt. Ich wusste nichts. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dann der Schlüssel samt Kette in Ihrer Jackentasche gefunden wurde? Der muss mir zugesteckt worden sein. Also mein Mandant hätte doch diese Kette und den Schlüssel kaum bei sich behalten, wenn er der Täter wäre. Haben Sie nicht vor kurzem einen Verkehrsunfall mit Ihrem Fahrrad gehabt? Haben Sie ein Auto beschädigt, haben 6.000 Euro verursacht und die müssen Sie in Raten abstottern. Ist es nicht so? Ja, das ist schon richtig, aber das macht mich ja noch lange nicht zum Dieb in diesem Fall. Wieso haben Sie eigentlich versucht, auf der Party mit Frau Morgenroth intim zu werden? Der Mutter Ihres besten Freundes. Ich hätte doch niemals die Frau Morgenroth begrapscht. Nee, wenn Sie nicht die Chance gehabt hätten, dadurch den Schlüssel zu ergrapschen. Nein, das wäre ja das Letzte, was ich tun würde. Weitere Fragen an den Angeklagten? Keine. Danke, nein. Setz dich zu Ihrem Verteidiger rüber, bitte schön. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Emil Morgenroth. Ja, nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Emil Morgenroth, 17 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin-Charlottenburg. Sie sind ledig, Schüler in der 11. Klasse, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, aber ich war mal mit ihm befreundet. Da wusste ich ja noch nicht, dass er nur nett zu mir ist, weil er an die Kohle meiner Mutter ran wollte. Emil, das kannst du nicht wirklich meinen. Die anderen, das sind die wahren Lügner und Blender. Die stecken hinter der Sache. Ich bin unschuldig. Hör doch auf. Ich hab doch gesehen, was du mit meiner Mutter gemacht hast. Du bist echt der mieseste Typ, der mir über den Weg gelaufen ist. Was hat der Hanstedt denn mit ihrer Mutter gemacht? Er hat hier einen Cocktail nach dem anderen vor die Nase gestellt, um sie abzufüllen. Ich hab deiner Mutter nur die Drinks gebracht, weil sie wollte. Du weißt ganz genau, dass Alkohol ihre Schwachstelle ist. Wissen Sie, vor einem halben Jahr ist mein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Seitdem trinkt sie manchmal etwas zu viel. Du hast das total ausgenutzt. Ausgenutzt? Inwiefern? Er hat sich an sie rangemacht. Das war so gegen 1 Uhr. Da habe ich meine Mutter gesucht und ins Schlafzimmer. Da habe ich ihn gesehen, wie Raphael meiner Mutter in den Busen gegriffen hat. Er stand mit meiner Mutter vor dem Bett und hat sie begrapscht. Er wollte sie verführen. Ich habe meine Mutter am nächsten Tag darauf angesprochen. Aber sie hat nichts dazu gesagt. Sie hat sich geschämt. Das ist doch der Beweis, dass er es getan hat. Entschuldigung, aber das möchte ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich würde da gerne noch was zu sagen. Ja, was wollen Sie denn sagen? Ja, dass ich doch niemals Frau Morgenroth begrapscht hätte. Das Ganze ging von ihr aus. Schwachsinn! Natürlich, ich schwöre es. Es tut mir auch leid, aber deiner Mutter ging es schlecht. Sie wollte, dass ich sie auf ihr Schlafzimmer bringe. Und dann saßen wir da, ja, und plötzlich hat sie meine Hand genommen und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und ja, dann bist du plötzlich reingekommen. Das ist doch wohl das Bescheuerste, was ich je gehört habe. Meine Mutter traut an meinen Vater. Was soll sie denn mit so einem Bubi wie dir? Also ich kann schon verstehen, dass sie diese ganze Situation sehr verstört hat, Emil. Aber es soll vorkommen, dass Frauen auch an jüngeren Männern Gefallen finden. Ja, meine Mutter aber nicht. Herr Verteidiger, ja, der Angeklagte hat doch die ganze Situation eingefädelt, um an den Schlüssel zu kommen. Schlüssel ist ein gutes Thema. Hatte Ihre Mutter denn diese Kette mit diesem Schlüssel noch bei sich, also noch um den Hals, als Sie da ins Schlafzimmer gekommen sind? Ja. Wusste er denn von den 20.000 Euro im Schminktisch? Ja, weil ich Idiotin noch davon erzählt habe. Ehrlich gesagt, ich wollte ein bisschen damit angeben, dass meine Mutter 20.000 Euro Schwarzgeld von meinem Vater geerbt hat. Die 20.000 Euro waren Schwarzgeld. Ach, ich habe nur mal gehört, wie mein Vater einem Freund davon erzählte. Und ich war noch so blöd und hab's ihm erzählt. Wo waren Sie denn so zwischen 2 und 2.15 Uhr? Auf meinem Zimmer. Sie waren in Ihrem Zimmer, während bei Ihnen zu Hause im Haus eine Party im Gange ist? Naja, als ich meinen besten Freund und meine Mutter zusammen im Schlafzimmer erwischt habe, da hatte ich irgendwie nicht mehr ganz so viel Lust auf Party. Kann man doch irgendwie nachvollziehen, oder? Und wie haben Sie dann von Mareks Tod erfahren? Ja, irgendwann sind Tom, Yvonne und Klaus zu mir hoch ins Zimmer und haben mir davon erzählt. Und dann bin ich mit runter in den Garten und hab Marek gesehen. Neben der Leiche wurde ein Küchenmesser gefunden. Das sieht man ja auch auf den Tatortfotos da relativ genau. Laut Laborgutachten stammt das Blut an diesem Messer vom Toten. Also stimmt überein, sodass ganz klar ist, das hier ist die Tatwaffe. Allerdings ist es so ein geriffelter Griff, auf dem leider keine verwertbaren Fingerabdrücke oder Fingerspuren gesichert werden können. Kennen Sie das Messer? Ja, das ist es aus unserer Küche. Das hatten wir draußen im Pavillon, um die Cocktails, also für die Früchte, die Cocktails zu schneiden. Gibt es noch weitere Fragen? Keine Frage. An den Emil Morgenroth? Dann nehmen Sie mal bitte den Platz. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Tom Süßmann, bitte. Gern geschehen.
Herr Süßmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO, vorsorglich belehre ich Sie. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich belasten könnten. Läuft. Sie heißen Tom Süßmann, 19 Jahre alt, wohnen in Berlin. Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich mache gerade ein Praktikum beim Dachdecker. Ja. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Wir sind heute hier, weil der Angeklagte auf einer Party auf dem Anwesen der Morgenroths 20.000 Euro aus einem Schminktisch entwendet haben soll. Und später soll er dann den Marek Beusen mit einem Messer erstochen haben. Dafür wirst du mir das auch noch büßen. So, das ist eine Ausdrucksweise, die ich hier natürlich nicht dulden kann. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Hören Sie mal, Marek war mein bester Kumpel. Das ist der absolute Horror, mit dem überhaupt im selben Raum zu sitzen. Das kann ich Ihnen jetzt halt im Moment leider nicht ersparen. Also, warum sind Sie denn überhaupt so sicher, dass er der Täter ist? Ha, weil Klaus genau gesehen hat, wie Raphael Marek abgestochen hat. Und ich habe vorher noch mitbekommen, wie Raphael und Marek einen mega Streit auf der Party hatten. Da hat doch garantiert alles angefangen. Das ist ja nun wichtig. Wann und wo haben Sie diesen Streit mitbekommen? Ja, die standen im Hauseingang, an der Tür. Es war so circa 10 Minuten, bevor Klaus angerannt kam und super hysterisch wurde, dass Marek tot im Garten liegt. Und haben Sie auch mitbekommen, warum der Streit ging? Ja, es ging irgendwie um Geld. Marek hat zu Raphael gesagt, dass er ihn nicht verarschen solle. Und er wollte wissen, woher Raphael die ganze Kohle hat. Ja, ist doch eindeutig, oder? Ja. Ist doch eindeutig. Marek hat bei Raphael 20.000 Euro gesehen und wollte wissen, woher die Kohle ist. Marek hat Raphael garantiert irgendwie beim Geldzählen erwischt. Was erzählst du hier? Diesen Streit hat es nie gegeben und das Geld habe ich auch nicht. Bleiben wir mal beim Zeugen. Haben Sie sich in den Streit irgendwie eingemischt? Nein, habe ich nicht. Wissen Sie, Yvonne, also meine Freundin, die hat an dem Abend zu viel Tequila gebechert. Mhm. Und dann wollte ich halt ins Haus, um ihr ein Glas Wasser zu holen. Und dann bin ich an den beiden vorbei und konnte Teile des Gesprächs mithören. Als sie mich dann gesehen haben, haben sie sofort aufgehört zu reden. Also die Geschichte ist doch gelogen. Sie wollen doch nur meinen Mandanten belasten und von sich selbst ablenken. Ich versuche hier nur Mareks Tod aufzuklären. Und abgesehen davon, ich habe gesehen, während Raphael und Marek stritten, dass sie in Richtung Gartenpavillon gegangen sind. Und da hat ja Klaus dann später auch gesehen, wie Raphael Marek abgestochen hat. Woher kennen Sie drei und Emil Morgenroth sich eigentlich? Vom Jugendhaus. Ja, und dort haben Sie sofort registriert, dass Emil aus sehr guten Verhältnissen kommt. Ganz anders als Sie selbst. Und dann haben Sie ihn von vornherein ausgenutzt. Jetzt kommt die Nummer, ja? Nur weil wir nicht so reich sind wie Emil und seine Mutter, sind wir gleich Verbrecher, oder was? Jetzt kommen Sie mir mal bitte. Jetzt kommen Sie mal bitte nicht mit dieser Opfernummer. Und Sie kommen hier nicht mit Anschuldigungen. Woher sollte ich denn bitte wissen, dass der Schlüssel da, dass da Geld drin ist in diesem Schminktisch und dass da ein Geldschlüssel für existiert und so? Hatte ich doch auch keine Ahnung von. Naja, vielleicht haben Sie sich ja mal heimlich ein bisschen im Haus umgeschaut. Oder Sie haben zufällig was von der Frau Morgenroth aufgeschnappt. Bullshit, Mann! Emil ist unser Freund. Sowas macht man nicht mit Freunden. Wir haben uns von Anfang an total super mit Emil und seiner Mom verstanden. Tom lügt nicht. Und wenn er sagt, dann hat er diesen Streit zwischen den beiden bestimmt mitbekommen. Es wird am Tatabend in der Tat einen Streit gegeben haben, der schließlich zum Tod von Marek Beusen geführt hat. Aber nach meiner Einsicht hat dieser Streit zwischen Tom und Marek stattgefunden und nicht zwischen meinem Mandanten und Marek. Ja, und die Frage ist allerdings, was für ein Streit soll das gewesen sein? Die Frau Morgenroth, die hat doch bei der Polizei bestätigt, dass Tom Süßmann und Marek Beusen auf dieser Party wegen Yvonne in Streit gekommen sind. Und warum? Weil Marek es nicht lassen konnte, Yvonne hinterherzustellen. Yvonne war die Ex-Freundin von Marek und Yvonne war mittlerweile die Freundin von Tom Süßmann geworden. Das ist total lächerlich. Konkret gefragt, gab es denn an dem Abend den Streit zwischen Ihnen und dem Opfer Marek Beusen oder gab es den nicht? Ja, aber also erstens war das total harmlos und zweitens ein riesiges Missverständnis. Sehen Sie, Yvonne kam zu mir und hat gesagt, dass Marek sie angegraben hätte. Daraufhin bin ich natürlich sofort zu Marek und habe ihn zur Rede gestellt. Dann kam Yvonne aber und hat gesagt, dass das alles nur ein Scherz war, um mich eifersüchtig zu machen, weil ich sie den Abend über zu wenig beachtet hätte. Bin ich natürlich sofort zu Marek und die Sache war wieder gut. Noch weitere Fragen? Keine Fragen mehr. Bleibt der Zeuge unweilig. Danke, nehmen Sie mal hinten Platz bitte, Pamela Morgen. Frau Morgenroth, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Tag. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Pamela Morgenroth, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin-Charlottenburg? Ja, das ist richtig. Aber erst seit 4 Monaten. Wir sind damals nach dem Tod meines Mannes, wollte ich unbedingt von Frankfurt weg und alles hinter mir lassen. Und wir sind dann in die Nähe gezogen von meiner besten Freundin. Und Emil war das zum Glück auch ganz recht. Also Ihr Familienstand ist verwitwet jetzt? Ja, mein Mann ist gestorben vor einem halben Jahr.
beim Flugzeugabsturz. Schon gehört, tut mir leid. Ja. Danke. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin eigentlich Stewardess, aber ich habe seitdem Emil geboren worden ist, habe ich eigentlich nicht mehr gearbeitet. Mhm. Mein Mann, der hat als Pilot sehr viel Geld verdient. Verwandt verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie ja nicht. Nein, aber ich kenne Raphael sehr gut. Er hat ja bei uns gearbeitet, im Haus und im Garten. Frau Morgenroth, Ihnen soll ja in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 2009 eine große Menge Bargeld aus Ihrem Haus entwendet worden sein. Ja, das ist richtig. Das waren 20.000 Euro in Bar. Die sind mir aus dem Fach des Schminktisches geklaut worden. Und wieso hatten Sie eigentlich so viel Bargeld zu Hause? Der Geburtstag meines Sohnes stand an und ich wollte ihm einen tollen Wagen schenken, seinen ersten. Deswegen hatte ich das Geld da. Wusste Ihr Sohn denn davon? Ja, der wusste davon. Haben Sie denn dem Angeklagten oder sonst irgendjemanden von dem Geld und von diesem Geheimfach in Ihrem Schminktisch erzählt? Nein, habe ich nicht. Und auch nicht von der Kette mit dem Schlüssel. Also nicht so direkt. Was heißt denn das nicht so direkt? Ja, ich habe mal im Spaß erwähnt, dass der Schlüssel von der Kette zu einem großen Schatz führt. Aber ich denke nicht, dass er sich da irgendwie was drauf reimen konnte. Der Schlüssel und diese Kette sind von der Polizei ja nach der Tat in der Jackentasche des Angeklagten gefunden worden. Ja, aber die muss ihnen jemand zugesteckt haben. Ich schätze, dass der wahre Täter einer der 40 anderen Gäste ist. Das muss ja jemand sein, der sich auf Trickdieb versteht. So einer, der kriegt den Kettenverschluss ja mit links auf, ohne dass ich das bemerke. Können Sie sich daran erinnern, wann Ihnen diese Kette samt Schlüssel abhanden gekommen sind? Nein, das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß noch, als ich in der Toilette am Tisch stand, da war sie noch da. Und das war halt ein Geschenk von meinem Mann. Mhm. Der hat damals seinen Heiratsantrag so als eine Art Suchspiel inszeniert und das ganz süß gemacht. Und mein Verlobungsring war dann hinterher in der Schublade von dem Schminktisch. Jetzt hat Ihr Sohn vorhin erwähnt, dass er Sie an dem Abend dieser Party in Ihrem Schlafzimmer in einer, naja, sagen wir mal, eher speziellen Situation mit dem Angeklagten vorgefunden hat. Ich habe das schon der Polizei berichtet, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Also, nach dem, was Ihr Sohn gesagt hat, soll der Angeklagte Ihnen an dem Abend also einige Cocktails, mehrere Cocktails gereicht haben. Dann sollen Sie ein bisschen angeschickt gewesen sein. Und dann soll er in Ihrem Schlafzimmer versucht haben, sich Ihnen sexuell zu nähern. Also mit den Cocktails, das stimmt. Also nicht so richtig. Ich hatte ihn darum gebeten, mir die Cocktails zu bringen. Und ich habe einfach sehr viel getrunken an dem Abend. Und ist da was passiert? Kam es da zu einer speziellen Situation? Nein, da ist nichts passiert. Also das, was Sie jetzt denken, hat nicht stattgefunden. Wissen Sie, jetzt werde ich was anderes sagen. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es gerade hier als auf dem Zeugenstuhl nicht so einfach ist für Sie, hier die ganze Geschichte zu erzählen. Aber ich sage Ihnen auch was anderes. Man sieht es Ihnen richtig an, ja? Dass Sie hier irgendwie versuchen, weiß nicht, der Situation auszuweichen. Vielleicht wollen Sie den Angeklagten schützen. Nein, das möchte ich nicht. Davor kann ich Sie nur warnen, das sage ich Ihnen. Ja, Pamela, du kannst mich jetzt auch hier nicht so hängen lassen. Die unterstellen mir, dass ich irgendwelche Sachen, die ich mit dir gemacht hätte. Frau Morgenroth, was hat der Angeklagte noch mit Ihnen gemacht? Ich habe... Raphael trifft keine Schuld. Also wenn, dann mich. Was soll das bitte heißen? Also, am Abend der Party habe ich Raphael gebeten, mich ins Schlafzimmer zu bringen. Nur weil mir schwindelig war. Und wie gesagt, ich hatte viel getrunken und das ist mir ziemlich unangenehm. Ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe seine Hand genommen und auf meine Brust gelegt. Und genau in dem Moment kam unglücklicherweise Emil rein. Es tut mir leid, Raphael, dass ich dich damit so in Schwierigkeiten gebracht habe. Und wie ging diese Episode dann weiter? Also ich habe dann Emil natürlich aus dem Zimmer verwiesen und ich erinnere mich nicht mehr so genau, was danach war. Ich weiß nur, dass ich relativ schnell Raphael auch gesagt habe, dass er aus dem Zimmer gehen soll. Und dann habe ich mich eingeschlossen. Ja, ich wollte eigentlich noch bei dir bleiben, um dich zu trösten. Aber ja, wie du gesagt hast, du hast mich ja dann weggeschickt. Von wegen trösten. Sie haben die Situation ausgenutzt und haben sich den Schlüssel mit der Kette geschnappt. Das ist eine Lüge. Das glaube ich ja auch nicht. Wann ist Ihnen denn dann aufgefallen, dass diese Kette mit dem Schlüssel weg ist? Ich habe das eigentlich erst gemerkt, nachdem die Polizei gekommen ist, wegen Marek. Es hat ja dann diese Zeugenaussagen gegeben von den Freunden von meinem Sohn. Ja, und dabei ist die Frage aufgekommen, ob halt Geld weggekommen ist, ob was verschwunden worden ist, Wertsachen.
Und ich habe dann in der Kommode nachgeguckt. Also die Polizei hat es aufgebrochen für mich. Dann habe ich festgestellt, dass sie 20 Euro weg sind. 20.000 waren es. Ja, sonst noch irgendetwas Auffälliges, was Verdächtiges aufgefallen? Eigentlich nicht. Also außer vielleicht der Streit zwischen Tom und Marek. Aber ich glaube nicht, dass das was mit ihm zu tun hat. Was haben Sie denn mitbekommen von dem Streit? Das war in der Küche. Und Tom hat Marek ziemlich angefahren. Also der war sauer, weil der Marek ihm irgendwie erzählt hat, er hat mit Yvonne gesprochen und hat ihm dann irgendwie gerade Yvonne gesagt, dass sie, dass Tom nicht der richtige Freund für sie sei und dass er zu ihr zurückkommen sollte. Und, Können Sie noch sagen, zu welcher Uhrzeit das war? Das war so gegen 23.30 Uhr. Danach war die Bowle zu Ende. Und dann, ja, Tom war sehr sauer und Marek hat es nicht zugegeben. Und ja, Tom war natürlich sauer und hat ihm vorgeworfen, dass er nicht mehr irgendwie, dass er kein richtiger Freund ist. Das ist doch alles total falsch dargestellt. Ich hab's doch vorhin schon gesagt. Yvonne wollte mich eifersüchtig machen. Ich habe mich bei Marek entschuldigt und die Sache war wieder gegessen. Fragen noch hier an die Frau Morgenroth? Keine Fragen. Frau Morgenroth, danke schön. Nehmen Sie mal bitte den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Yvonne Schricker, bitte.